Dammpreis 2021, das heißt 25 Projekte, 21 aus Deutschland und 4 aus der Konkurrenz von deutschen Architekten in anderen Ländern realisiert. Ein Spektrum von Small bis Extra Large, kleine Wohngebäude, die saniert wurden und erweitert wurden, bis hin zu Hochschulen für Schauspielkunst. Wohngebäude, ganz klar, ein großes Thema aus unterschiedlichen Materialien. Themen, die auftauchen von der Bautechnik, ist das Arbeiten mit Betonfertigteilen, genauso wie Vollholzbauten mit begrünten Dachflächen. Immer wieder das Arbeiten im Bestand, die Sanierung, eins der ganz großen Themen, das uns in den letzten Jahren begleitet hat und weiterhin begleiten wird. Dammpreis 2021, das heißt 25 Projekte, 21 aus Deutschland und 4 aus der Konkurrenz von deutschen Architekten in anderen Ländern realisiert. Ein Spektrum von Small bis Extra Large, kleine Wohngebäude, die saniert wurden und erweitert wurden, bis hin zu Hochschulen für Schauspielkunst. Wohngebäude, ganz klar, ein großes Thema aus unterschiedlichen Materialien. Themen, die auftauchen von der Bautechnik, ist das Arbeiten mit Betonfertigteilen, genauso wie Vollholzbauten mit begrünten Dachflächen. Immer wieder das Arbeiten im Bestand, die Sanierung, eins der ganz großen Themen, das uns in den letzten Jahren begleitet hat und weiterhin begleiten wird. Thank you.
Kleine Wohngebäude, die saniert wurden und erweitert wurden, bis hin zu Hochschulen für Schauspielkunst. Wohngebäude, ganz klar, ein großes Thema aus unterschiedlichem Material. Auftauchen von der Bautechnik ist das Arbeiten mit Betonfertigteilen genauso wie Vollholzbauten mit begrünten Dachflächen. Immer wieder das Arbeiten im Bestand, die Sanierung, eins der ganz großen Themen, das uns in den letzten Jahren begleitet hat und weiterhin begleiten wird. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen aus dem DAM zur ersten Runde des DAM-Preis Young Lectures 2021. Was Sie gerade gesehen haben, war der Rundgang durch die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum. Den haben wir Ihnen gezeigt, nicht nur zum Zeitvertreib, sondern auch, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht mehr so lange auf sein werden und die Ausstellung vielleicht noch dieses Wochenende und dann noch einige Tage zu sehen sein wird. Danach ist es wahrscheinlich wegen Corona wieder gesperrt. Davon gehen wir sehr stark aus und irgendwann werden wir wieder aufmachen. Deswegen gibt es diesen Film, damit Sie die wunderbare Installation von unseren Preisträgern, die wir gleich nochmal im Detail noch etwas mehr sehen werden, genießen können. Wie Sie sehen, Jörg Förster hat schon einiges kommentiert zur Ausstellung und ist auch mit dabei, wie Christina Gräbe, die das hier organisiert haben. Die Janis Slavic kommt gleich zu Worte von Jung und Eva Herrmann hat sich hervorragend in München um die ganzen Finalisten gekümmert. Und wir freuen uns, dass die Gewinner des DRM-Preises heute mit uns sind. Sie sehen sie, falls Sie auf Galerie geschaltet haben sollten, sehen Sie Jakob van Reis von MVRDV, Sie sehen Christoph von Öfele von NVO München und Caroline Eckert als Vertreterin der Familie, die das Ganze besitzt und möglich gemacht hat und durchgezogen hat. Was darüber reden wir gleich. Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich doch das Wort an Diane Slavic von Jung geben, unser Partner seit 5 Jahren und mit dem wir diesen wunderbaren DRM-Preis auf die Weise
ein neues Leben eingehaucht haben. Und diese Version, Diane, bitte lass uns von dir was hören. Ja, vielen Dank, lieber Peter. Einen wunderschönen guten Abend an alle gemeinsam. Wir freuen uns sehr, uns wieder auf diesem Wege sehen zu dürfen. Wir hätten uns viel lieber im DHM live gesehen, natürlich an dieser Stelle. Wir sind gut eingespielt seit letztem Jahr, tatsächlich aus der Not heraus geboren, eine sehr schöne Serie entstanden. Wir freuen uns riesig, dass uns aus ganz Deutschland eben ganz viele Zuschauer begleiten an dieser Stelle. Das ist für Sie auch an dieser Frau Eckert, Jakob van Reis und Christoph von Oefele, glaube ich, nochmal ganz gut zu wissen, dass wir ein Vielfaches an Zuschauer haben, als wir im Normalfall vor Ort hätten. Und mit dem Champagner durften wir ja schon bei der Preisverleihung anstoßen, wenn auch auf digitalem Wege. Ich möchte von Jungseite aus ein ganz herzliches Dankeschön an das gesamte DRM-Team natürlich auch sagen. Das macht große Freude, mit euch gemeinsam an diesem Preis zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir in den letzten 5 Jahren unglaublich viel erreicht haben, auch nochmal die Sichtbarkeit des Preises in ganz großen Schritten vorantreiben konnten, was toll ist. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit natürlich. Wir dürfen die nächsten Jahre weiter mit begleiten. Wir werden in den nächsten Wochen, ähnlich wie im letzten Jahr und doch anders, natürlich die weiteren Finalisten und Shortlist-Kandidaten vorstellen dürfen. Auch darauf freuen wir uns und wir sind gespannt auf viele spannende Kurzbeiträge in diesem Jahr. Es wird ein neues Konzept geben und lassen Sie sich alle überraschen, was Sie erwartet. Heute Abend freuen wir uns ganz besonders über die Präsentation des Gewinners in dem Fall. Für uns war es eine tolle Erfahrung, Sie besuchen zu dürfen letztes Jahr. Das war tatsächlich, wir haben ein kurzes Zeitfenster gefunden, in dem wir live da sein konnten, was toll war. Herzlichen Dank nochmal für die schöne Gastfreundschaft an dieser Stelle. Und ich möchte gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und freuen uns auf die Präsentation von Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Diane. Als erstes möchten wir diesen 3 Minuten langen Clip von den Gewinnern zeigen, den Sie angefertigt haben für den DRM-Preisverleihung Ende Januar. Und der auch in der Ausstellung zu sehen ist, ein Novum, ein sehr schönes Novum, denn jedes Büro der Finalisten bekommt den Auftrag, macht uns doch etwas, was maximal 3 Minuten lang ist und was die Geschichte eures Projekts erzählt und wo ihr auch drin vorkommt. Und genau das wird jetzt sein. Technik, Film ab bitte. Die Atmosphäre in das Werksviertel, das Gefühl, etwas mehr unerwartet, ist unexpected. Es ist ein sehr klares Gebäude, aber auch ein cooles Gebäude, denke ich. Es ist ein Gebäude, was für mich wichtig ist, dass es in die Zukunft viele Möglichkeiten gibt. Wir haben überlegt, was gibt es denn für Jargons, die man benutzen könnte, und sind dann tatsächlich auf die Comicsprache gekommen. Manche Worte funktionieren im Englischen wie im Deutschen. Und tatsächlich haben wir auch beim Aufbau schon gemerkt, da gingen ein paar Mädels vorbei und dann wurde es quasi rezitiert. Wir so, puh. Und das war natürlich super. Also das ist genau diese Wirkung, die wir auch gerne haben möchten. Das hat auch mit der Geschichte von das Werksviertel und die Kunstfabrik zu tun. Es war hat viel Graffiti und viel Kunst. Insgesamt ist die neue Atmosphäre nicht so weit weg von dieser alten Atmosphäre. Das ist gut gelungen. Was hier sehr spannend ist, ist, dass die Nutzungen, die zusammengekommen sind, da ist vom Club zum Büro zum Fitness- und Wellnessbereich ist alles dabei. Das war ein Team, das exzellente Arbeit geleistet hat. Es gab schon eine Tiefgarage. Die Lasten waren alle definiert und dann kam das Gebäude drauf und irgendwann kam dann eben der Wunsch nach einem Schwimmbad im dritten OG mit dazu. Und dieses Schwimmbad ist natürlich mit 25 Meter auch nochmal extra Last und das muss der Statiker erst möglich machen. Zudem ist es so, dass das ganze Gebäude ausschließlich durch die Kaskadentreppen ausgesteift wird, also auch da ein ungewöhnliches statisches Konzept. Ich freue mich, dass es in der Form fertiggestellt wurde. Es war Vertrauen und ohne Vertrauen wäre das so nicht entstanden. Werk 12 ist sicherlich ein Meilenstein
Unser Pionierweg, den wir hier gehen in der Stadtentwicklung. Und gerne möchte ich mich auch noch bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben, die ein einzigartiges Gebäude hier geschaffen haben im Gesamtkontext des Geländes. Ja, das war wunderbar. Und ich freue mich, den noch einmal gesehen zu haben, den Film. Wir haben eigentlich sehr viele Aspekte schon gesehen von dem, was den Film ausmacht. Und wir fangen mit Caroline Eckert an, als Vertreter von der Bauherrengruppe, denen das ganze Grundstück gehört und die vieles verkauft und entwickelt haben, aber dieses Gebäude nicht verkaufen und nur entwickelt haben und in ihrem Besitz halten. Caroline Eckert, bitte Mikro an und erzählen Sie uns, wie Sie zu dieser tollen Idee kamen, genau das dort zu machen, was Sie gemacht haben. Perfekt, vielen Dank für die Einladung und wieder auch für die tolle Vorbereitung. Ich kann die Gastfreundschaft, auch wenn es nur digital ist, nur zurückgeben. Genau. Es hat mich sehr gefreut, die ganze Damm-Jury im Sommer willkommen zu heißen und auch durch das Gebäude und durch das Viertel zu führen. Das ist natürlich vor Ort sehr viel einfacher. Ich versuche es aber jetzt trotzdem innerhalb von 5 Minuten in einer kurzen Präsentation Ihnen auch nahezubringen. Ich wechsle kurz, verteile kurz meinen Bildschirm, 2 Sekunden und dann geht's los. Wie baut man Leben? Das ist unsere zentrale Frage hier im Werksviertel Mitte, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Und unsere Antwort darauf, das ist familiär, nachhaltig und kreativ. Und vor allem mit viel Lebensfreude. So baut man Leben. Muss die nächste Slide kommen? Perfekt. Familiär. Ein schönes Stichwort. Allein indem wir unsere Geschichte und unsere Wurzeln honorieren, integrieren und zelebrieren. Dadurch sind wir tagtäglich familiär. 1949 wurde hier auf dem Areal Pfanny gegründet und die Fabrikation der verschiedenen Pfanny-Produkte hat hier vor Ort stattgefunden bis 1996. Nach dem Verkauf der Firma blieb das Gelände in der Familie und somit aber auch die Verantwortung, hier nach wie vor Einzigartiges zu schaffen. Familiär auch, weil wir ein Viertel sein wollen für jede Altersklasse, für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Nachhaltig. Nachhaltig kann man heutzutage auf viele verschiedene Art und Weisen sein. Ganz basic ist schon mal, den Bestand zu sanieren, anstelle von abzureißen. Sie sehen links im Bild das Werk 3, wie es in den 90er Jahren am Ende der Pfanny-Ära aussah. Und rechts im Bild das gleiche Gebäude, um einen Flügel erweitert, um ein Stockwerk erweitert, natürlich grundauf saniert und in einem sehr fröhlichen Orange erstrahlend. Nachhaltig kann man auch sein, indem man die Dächer begrünt und sogar mit Schafen belebt, die dadurch ein Bildungsprojekt werden für die städtische Jugend, um denen auch die Nachhaltigkeit näher zu bringen. Aber es ist nicht nur nachhaltig auf dem Dach vom Werk 3, auch auf anderen Dächern, auf dem Werk 17 haben wir auch Begrünungsanlagen und Photovoltaikanlagen auf anderen Dächern. Also da, wo wir irgendwie, also wir denken immer in unserem Handeln nachhaltig und sind uns den Konsequenzen unseres Handelns sehr bewusst und versuchen somit die Umwelt und das Viertel dementsprechend freundlich zu gestalten. Auf diesem Bild sieht man auch noch ganz schön diese Streifen hier, das sind die Gleise, die früher genutzt worden sind vom Pfanny, um die Fertigprodukte von den Fabrikationshallen zum Ostbahnhof zu befördern. Und das ist, was ich liebevoll nenne, den Werner-Eckert-Denkmalschutz, den wir auf dem Gelände haben. Also überall, wo Pfanny zu erkennen ist, muss Pfanny auch noch erstrahlen. Zweites Stichwort, kreativ.
kreativ kann man auch hier im Viertel auf tausende und eine verschiedene Arten sein. Ich fange jetzt einfach mal musikalisch an mit drei sehr schönen exemplarischen Bildern. Rechts im Bild haben Sie einen Flügel von einem Kran gehängt, wo ein Konzert bei Sonnenaufgang als eine Reihe oder als ein Teil unserer Reihe Out of the Box aufgeführt worden ist im Februar 2020, kurz vor dem Corona-Lockdown. Und man saß in Liegestühlen auf der Baufläche vom neuen Konzerthaus unterm Kran und hat das Ganze zugeschaut und per Hörtelefon mitverfolgt. Links im Bild haben wir die Tonhalle. Die Tonhalle war die ehemalige oder erste Kartoffelhalle von Fanny, die inzwischen hauptsächlich für Rockkonzerte genutzt wird, außerhalb von Corona natürlich. Aber oben im Bild sehen Sie, wie das Symphonieorchester vom Bayerischen Rundfunk hier fröhlich vor sich hin musiziert. Und das Bild unten in der gleichen Halle sind 2022 fröhliche Rockbesucher. Und genau das leben wir auch. Hochkultur und Subkultur Seite an Seite. Die Besucher sollen nebeneinander in der Parkgarage parken. Es dürfen Reibungen entstehen, weil nur so lernt man sich kennen und respektieren. Das ist ganz absichtlich von uns so gemacht. Es befinden sich derzeit schon 7 Live-Bühnen im Viertel und es werden insgesamt 12 werden. Kreativ sind wir auch geworden und geblieben durch die Zwischennutzung. Als in den 90er Jahren die Fabrikation hier aufgehört hat und der Kunstpark Ost entstanden ist, zu diesem Zeitpunkt zogen auch die Graffiti-Künstler sowie viele andere, eine Vielfalt von Künstlern ins Viertel. Und diese Gentrifikation versuchen wir zu stoppen und bieten somit den Künstlern nach wie vor ein Zuhause hier im Werksviertel und sie sind auch tagtäglich noch dabei, das Viertel weiter zu gestalten und finden auch an neuen Gebäuden zum Beispiel Graffiti-Flächen, aber auch in den Kellern wieder Proberäume, Musikstudios, Tanzstudios. Also die Kunst und Kultur soll hier immer sich zu Hause und willkommen fühlen. Genau. Und ja, wo ist diese wunderschöne Spielwiese? Sie ist zentral und verkehrsgünstig gelegen, südöstlich vom Ostbahnhof, nur 3 Stationen vom Marienplatz vom Zentrum der Stadt entfernt. Dieses Bild zeigt auch ganz gut die Vermischung der verschiedenen Nutzungen. Die roten Gebäude ist hauptsächlich, wo das Leben stattfindet, also alles, was ich gerade mit Kunst und Kultur und Kreativität erwähnt habe. Die grünen Gebäude ist das Wohnen, gelb ist natürlich auch viel Arbeiten und die blauen Wege sind quasi die Bewegungswege, die das Viertel insgesamt verbinden. Sie sehen auch in der Mitte recht viel Grau, das ist alles Fußgängerzone. Im Werksviertel Mitte ist eigentlich das meiste zu Fuß zu erreichen und ist auch absichtlich von uns so gemacht, damit man eben langsam genug geht, die anderen Teilnehmer kennenlernt auf der Straße und ins Gespräch kommt und man sich näher kommt. Genau. Wächst man nochmal, ähnlich eine Grafik, aber die es jetzt nochmal ein bisschen vereinfacht darstellt, worauf ich kurz eingehen wollte. Wir haben hier insgesamt das Bereich vom Werksviertel in den ganzen bunten Farben gezeigt. Das ist insgesamt 39 Hektar. Das Werksviertel Mitte, das ehemalige Pfannegelände und das einzige, wofür ich sprechen darf heute, ist der rot umrandete Bereich in der Mitte. Und von diesen 9 Hektar ist tatsächlich nichts verkauft worden. Es ist ein Erbpachtvertrag mit dem Bayerischen Staat für das Konzerthaus und ansonsten bauen wir und vermieten wir und beleben selber mit allen möglichen Arten und Formen. Genau. Ich hopfe noch einmal kurz zurück, weil ich was vergessen habe. Hier bei der Nutzung wollte ich noch kurz erwähnen. Sie sehen, in manchen Gebäuden sind mehrfache Nutzungen, wie auch im Werk 7, aber auch immer sehr eng aneinander, die verschiedenen Nutzungsquellen. Und das ist eben absichtlich auch von uns so gemacht, dass eben das Viertel wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche belebt ist und dass sich der
letzte Besucher der Nacht, der aus dem Club rausgeht, die Türklinke dem ersten fleißigen Büromitarbeiter in die Hand drückt oder dem ersten Fitnessbesucher. Also brachliegende Stellen, nicht belebte Stellen soll es hier so gut wie gar nicht geben. Ja, und wer macht das alles möglich? Eine Vielfalt von Menschen, ohne die das alles nicht umzusetzen wäre. Und das sind so viele beteiligt und so viel, und alle setzen es eben mit dieser Lebensfreude um. Und das fängt an bei so Leuten wie Christoph und Jakob, aber auch ein Johannes Ernst, der Architekt von Steidl Architekten, der im Werksviertel, also gerade auf dem Nachbargrundstück, die Medienbrücke mit als erstes Prunkstück im Viertel gebaut hat. Und der Berater, unser Berater ist in vielen Umsetzungen unserer Träume, aber auch unsere ganzen Dienstleister, unsere Siedler, wie wir unsere Mieter hier liebevoll nennen. Und ja, natürlich auch die ganzen Mitarbeiter. Ich sage immer liebevoll, wir sammeln Unikate. Wir haben den jeweiligen Spezialist in seinem Fachgebiet und vertrauen darauf, dass er seine Arbeit so gut macht, dass es das Viertel so voranbringt. Und nur so sind wir stark und können kreativ und lösungsorientiert und mit Freude das ganze Bauen umsetzen. Und als letzter Eindruck noch kurz will ich auf die Architektur natürlich eingehen, die hier nicht unwesentlich ist. Das erste Bild oben links ist nochmal das Riesenrad, auch wieder, weil wir in unserer Architektur hier sehr viel Zwischennutzung haben. Das Riesenrad ist als Zwischennutzung auf dem Gelände, bis das Konzerthaus gebaut wird, so wie vorne im Areal auch das Containerkollektiv. Nur so schaffen wir gleichzeitig Leben im Viertel zu halten, indem wir es vorübergehend beleben, während an anderen Ecken und Enden gebaut wird. Mittel im Bild haben wir das Werk 4, das Hochhaus, was soeben fertiggestellt ist, wo wir im Innenausbau jetzt sind. Hier spannend zu erwähnen ist, dass es eine dreifache Nutzung auch wieder hat. Wir haben oben ein 4-Sterne-Plus-Hotel und unten in den ursprünglichen alten Kartoffelsilos, auf dem das Hochhaus steht, die Kletterhalle wieder integriert, sowie eine Youth Hostel mit ca. 500 Betten. Rechts im Bild ist das Werk 17, ist das erste Hotel, was fertiggestellt worden ist, mit 303 Zimmern von Gambino, den Gambino-Geschwistern. Und auch hier wieder ist sehr wichtig, im Erdgeschoss haben wir Handel, Gastronomie, also dass das Erdgeschoss immer belebt ist. Unten links im Bild ganz kurz das Werk 13 ist ein Gebäude, was wir wieder mit NVO bauen dürfen, wo wir derzeit in der ersten Bauphase sind. Also die Baugrube ist gemacht und wir hoffen, bis Ende 2022 das Gebäude fertiggestellt zu haben. Nebenan ist das Werk 14, ist eine Verlängerung vom Werk 1 oder Werk 1.4, wie Werner es gerne nennt, ist auch wieder vom Gründerzentrum genutzt mit Startups drin und wird auch das Areal weiter beleben und bereichern. Und dann zu guter Letzt natürlich noch das Konzerthaus, was auch in den kommenden Jahren dann gebaut werden wird, von dem Architektenbüro aus Bregenz, Krutschowitsch und Nachbauer, auf das wir uns natürlich auch freuen, besonders freuen, aber auch freuen und vor allem einfach, weil mit dem Symphonieorchester wir weiterhin die Kultur hier pflegen können und aber auch besonders nahbar machen wollen. Auch hier ist das Erdgeschoss vollkommen begehbar. Man soll sich hier treffen können, jung und alt und genau, einfach nach wie vor die Kunst und Kultur hier leben. Das wäre so circa meine Schnellzusammenfassung vom Werksviertel Mitte. Ich hoffe, man kann ein bisschen verstehen, warum das Werk 12 sich hier so wohlfühlt. Ja, vielen Dank, Caroline Eckert.
Das war bitte den Inhaltsteilen zurück. Genau, vielen Dank. Das waren großzügige bayerische 5 Minuten. Und wir sehen, was passiert, wenn eine Familie die Stadtplanung in die Hand nimmt, unter Begleitung der Münchner Stadtplanung vermutlich, aber auch mit einem anderen Tempo, als wenn es nur der Münchner Stadtplanung überlassen worden wäre, denke ich mal. Es haben immerhin 20 Jahre. Es waren immerhin 20 Jahre. Das ist wahr. Und Jakob, wann sind Sie denn auf dich zugekommen? Doch nicht vor 20 Jahren. Nein, das stimmt. Das war etwas kürzer, aber doch, man sieht sehr gut, dass so ein Projekt, wenn man einen Stadtteil baut, dass das richtig Zeit braucht, und dass ein etwas langfristiges, diese langfristige Qualität dann auch besser und besser wird. Man kann es sehr gut zu sehen, wie diese Sammlung von Projekten sich weiterentwickelt. Und das ist, denke ich, sehr beeindruckend. Auch zu sehen, dass es noch mehrere Kapitel gibt, die jetzt in die nächsten Jahre vielleicht auch nochmal einen Dampfpreis gewinnen können. warten wir mal ab. Also gut, Werner Eckhardt ist auf dich zugekommen und hat dir versprochen. Genau, es war auch eine Art, eine wunderbare Story eigentlich. Ich teile jetzt mein Bildschirm. Und das hat auch zu tun mit das Expo-Pavillon, das wir in Hannover damals gebaut haben, 2000, auch 20 Jahre her. Und ja, das war noch, jetzt wie das planen wir das um, aber damals gab es noch keine gute Nachnutzung. Und es gab eine Person in München, die etwas mit das Projekt zu tun hatte. Die hat zufälligerweise mit Werner Eckert gesprochen und sagt, ja, vielleicht ist es etwas für das Werksviertel, das Ding abzubauen und dann nach München zu transportieren. Das ist dann eine tolle und etwas verrückte Gedanke. Und dann hat denke ich, Werner das mit Johannes Ernst besprochen und hat Johannes Ernst gesagt, ja, vielleicht doch einfach, um da mal die Architekt zu fragen, nach München zu kommen. Und damals war ich auch Gastprofessor an der TU München. Und das war dann ganz einfach. Und ich war nächste Woche war ich schon da und dann bin ich mal direkt vorbeigegangen. Und so ist es dann. Du musst dein Bild noch groß machen. Ja, okay, mache ich jetzt. Ja, und für mich war, ich war schon einigermaßen in München bekannt, aber ich hatte noch nie diese Kultfabrik, das Werksviertel, das ganze Gelände, habe ich entdeckt. Das war damals dann schon mehr oder weniger am Ende, diese Kultfabrik-Atmosphäre. Habe ich mir dann vorab unsere erste Besprechung mal rundgegangen und da war ich ganz erstaunt von dieser Atmosphäre mit dieser. Ja, wie Caroline auch schon gesagt hat, gab es extrem viel Graffiti und es gab schon eine wunderbare Basis. Und ich denke, diese Zwischennutzung, dass das ganze Gelände nicht direkt umgeplant wird, aber es einfach relativ lang, diese informelle Zwischennutzung, das ist extrem wichtig gewesen für die heutige Atmosphäre. Ich denke, das war ganz anders gewesen, als es nicht so war. Diese kulturelle Zwischennutzung. Und ich denke, das für uns war auch eine große Inspiration. Neben dass wir auch natürlich dachten, vielleicht müssen wir etwas von diesem Spirit auf das Expo-Gebäude mal in unsere Gedanken mitnehmen in das Entwurfsprozess. Das ist ganz klar, wenn man jetzt das Projekt anschaut. Und die Frage war auch, wir möchten einen Neubau zwischen die es gibt Neubauten und Umbauten. Ne? Und es ist interessant, wie die beiden Projekte sich verhalten zwischeneinander. Es gibt diese ungeplante Werksgebäude, die schon eine andere Funktion hatten. Und Neubauten, die dann vielleicht auch mit die Altbau oder die Umbauten kommunizieren auf eine Art und Weise. Die Frage an uns war, wir haben ein großes Platz, das ist so ungefähr hier, mit dem schönen Namen Knödelplatz. Und dort gibt es eine Möglichkeit, um ein Projekt zu bauen, was auch ein Hintergrund ist für diesen offenbaren Platz. Und das war so die Aufgabe. Es gab kein total fixiertes Programm. Es war eigentlich ganz offen. Mehrere Funktionen. Es sollte natürlich mehrere Gastronomie geben am Erdgeschoss, die schon temporär in das Werksviertel anwesend waren, wieder
flexible Nutzungen, Büros, aber auch vielleicht im Ausstellungsbereich, Fitness, alles Clubs. Das war so ein ja, ganz offen noch. Und das war, denke ich, auch interessant, um zu sehen, für uns, um die Inspiration von die Altbau zu sehen, wie Caroline schon erklärt hat, ist dieses Projekt umgebaut von Steidl-Architekt Johannes Ernst. Und man sieht sehr gut, dass die, was die Qualitäten sind für so diese ja, Produktionsgebäude oder so, kann man die etwas höhere Decken haben, aber sehr flexibel und relativ neutral. Und ich dachte, okay, vielleicht ist es gut, um dann diese Nutzungsqualitäten mal mitzunehmen in einen Neubau. Damals war, hier sieht man auch die Entwurfsentwicklung, also vielleicht vom ganz oben hier links die Altbau, dann gab es vielleicht eine weiße Variante. Und ich erinnere mich sehr gut, dass Werner Ecker sagt, Herr von Ries, wir haben jetzt entschieden, das Projekt orange zu machen. Und als ein Witz für uns als Holländer doch ein bisschen Kontext zu geben. Aber gut, es hat auch zu tun mit die Farben von die Fanny-Produkte, glaube ich. Das war eine ganz, aber gut, eine schöne Farbe. Auch die Ausstellung von im Damm Museum ist zufälligerweise orange gewählt. It's in the air. Gut, aber dit is een wichtig diagram. We hebben daarover zeer lange gereden. Es gab ein Basisvolumen, dit is een Querschnitt, die ganz normal ist in Deutschland, mit einem Erdgeschoss etwas höher ist und dann einige Ebene da oben bis zum diese 22 Meter, das ist so eine Magic Number, hat zu tun mit die Brandhöhe, die maximale Höhe für die zugängliche Fußboden. Und das diktiert, kann man sagen, in ganz Deutschland vielleicht. Diese 22 Meter ist ein Niveau, die über ganz Deutschland durchgeht. Ja, wenn man dann etwas höher geht, dann muss man ihn bis andere Brandschutzgesetze und ja, komplizierter, kostet etwas Geld und dann macht man einen Sprung nach oben. Wir haben dann gesagt, okay, wäre es nicht toll sein, um diese Idee von die höhere Decke, die auch in die älteren Werkstiefelgebäude schon anwesend sind, um das auch mal mitzunehmen in die Neubau. Und das bedeutet dann, ein Geschoss weniger zu bauen. Und die meisten Entwickler sagen, ja, no way, vergiss es einfach, das geht nicht. Aber das war natürlich ganz toll, dass ich in diese Diskussion mit Eckert gedacht habe, ja, hey, es kann aber auch sehr, 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 sehr gut sein, sehr viele Möglichkeiten schaffen. Dann haben wir eine kurze Zeichnung gemacht, ja, wir können die gleiche Quadratmeter auch in die gleiche Kubikmeter fassen, aber etwas anders verteilt. Und das bedeutet dann, dass die fünf Geschosse, die so 5.500 Meter hoch sind, wobei es Möglichkeit gibt, um ein Zwischengeschoss einzuplanen. Ein könnte ein Mezzanine sein, aber auch eine Art Mobiliar, ein Box, die dann innerhalb des Raums steht. So, Moment, ich weiß nicht, genau. Ja, haben wir gezeigt, das könnte so einfach große Möbelstücke sein. Galeriearchitekturen haben wir das genannt. Nickname Funnies, also ein kleines Ding, ein Objekt, die dann vielleicht auch von den Nutzer gestartet werden kann. Das war so die Idee. Später hat das etwas geändert, aber die nächste Diskussion, die wir dann hatten, okay, wenn wir etwas relativ eine tiefere Raumtiefe haben, eine größere Raumtiefe haben, mit höheren Decken, können wir vielleicht ein richtig flexibles Gebäude entwickeln, wobei die normale zentrale Kern dann verschwinden kann. Und dann haben wir viel mehr Freiheit. Der nächste Schritt war dann einfach, ja, vielleicht sieht man auch bei High-Tech-Architektur, dass diese Kerne nach draußen gehen. Und dann haben wir die ganze Verkehrsfläche haben wir als Exterieurraum gemacht. Also es gibt mehrere Erdgeschosse, kann man sagen. Man kann mit dem Aufzug nach oben gehen und dann gibt es einen Umlauf, ein breites Balkon, die auch als Fluchtweg dient. Wobei es einfach ein Bonus ist für die ganze Innenräume. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist ein tolles Basisentwurf, eine Art neue Typologie fast, die wir dann als neues Produkt, Gebäudeprodukt in das Werksviertel bauen können, wobei es viele, viele Möglichkeiten gibt, weil in 5,5 Meter Geschosshöhe kann man einfach alles machen. Dieses Diagramm war auch sehr wichtig, das haben wir dann mal gezeigt. Es war mich nicht ganz klar, was genau wo in das Gebäude stattfinden sollte. Es gab noch keine Mietverträge und so weiter. Und es könnte einfach mehrere
mehrere Kombinationen sein. Und wir finden das auch ein schönes Bild, weil mit diesen Buchstaben, dann sind wir in die nächste Runde gegangen, dass einfach, vielleicht müssen wir das etwas mit diesen Buchstaben machen, wie diese 5 Meter hohe Buchstaben, das ist auch ganz toll, an das Knödelplatz. Mehrere Diskussionen über welche Buchstaben, welche Wörter dann sichtbar sein müssen. Das war dann eine bayerische Variante. Es gab viele, viele Möglichkeiten. Am Ende gab es einfach, ja, können wir das nicht entscheiden, was auf die Fassaden geschrieben wird. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir machen mal einen Wettbewerb für diese Buchstaben zwischen Schriftsteller und Künstler, bildende Künstler aus dem Münchner Umfeld. Und wie das schon im Film sichtbar war, haben Christian Engelmann und Beate Engel das gewonnen mit dieser A.O. Pupu, diese Wow-Wörter, die dann inspiriert sind von Graffiti und auch ja, von Donald Duck. Eine Art ganz direkt und ja, das wirkt auf verschiedenen Ebenen sehr gut. Und das war natürlich eine interessante Diskussion bei diesem Wettbewerb. Aber am Ende bin ich auch sehr froh, dass wir und auch die Götz hatten, um einfach das zu sagen, okay, wow, Apu, das machen wir einfach. Das macht Spaß. Und das ist, denke ich, auch sehr gut sichtbar geworden dann in die Weiterentwicklung. Wir haben das Projekt zusammen mit NVO von Anfang an schon weiterentwickelt in Entwurf. Es war eine Art seamless Transition, kann man sagen. Und ist es einfach ganz radikal durchgesetzt. Die ganz diese Render, so ist es auch gebaut, mit großen Überspannungen, Lichter in die Decke, die Kaskadentreppe, die vom Expo-Pavillon wieder eine neue Bedeutung bekommen, weil natürlich beim Expo-Pavillon war es eine temporäre Nutzung im Sommer, hier war es eine ganz andere Situation, wobei eine andere Lösung gefunden werden muss, ist alles gelungen. Und das Gebäude ist dann einfach baff entstanden. Ich bin total froh, dass es auch die Benutzer von das Projekt und das Gebäude, die Mieter, die Fitnessclub, die Büroleute, jetzt ist das Gastronombereich noch leer, aber dann sieht man richtig, was die Qualitäten sind von den großzügigen Räumen. Und, wobei einfach die Architektur, das Casco des Gebäudes könnte, denke ich, einfach relativ große, lange Lebenszeit haben. Und die flexible Nutzung, es kann vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten eine ganz andere Besetzung geben von dieses Gebäude. Es könnte auch denkbar sein, zum Beispiel, dass es ein Ateliergebäude wird oder vielleicht ein Wohngebäude, wobei die Galerien, die Zugänglichkeit organisieren. Also alles ist möglich in dieses Basismodul. Und denke ich, das ist dann absolut gut gelungen. Ich bin sehr stolz darauf. Ich denke, einige Bilder und dann Christoph, bist du schon bereit, um etwas mehr zu erklären über die ganze Realisierungsprozess und die interessante, komplexe Knotenpunkte, die wir gelöst haben? Ich höre Christoph noch nicht. Jo, Jakob. Ja, da ist Christoph von Öffele. Ja. Hier ist das Bild auch. Man sieht auch ganz gut in die Abendatmosphäre, dass das Gebäude wie eine Laterne ist, wobei auch die Kunstbuchstaben eine große Rolle spielen und das ganze Werksviertel einfach die Nacht ingeht. Und es gibt auch eine Nachtnutzung, nicht eine Nachtnutzung, aber eine Nachtnutzung, wobei das mehrere Nutzungen zusammen, diese Atmosphäre, diese 24-Hour-Attraktivität. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig in einer Stadt und absolut in München auch, dass man das die Möglichkeit hat, um in eine etwas andere Welt einzusteigen. Also ich gebe jetzt das Bildschirm an Christoph von Öffele und später können wir mal weitere Fragen beantworten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jakob. Ich kann mich nur anschließen. Also auch für uns war es eine sehr spannende Zusammenarbeit und auch in dem Viertel arbeiten zu dürfen. Und Karin, du hast ja schon gesagt, ist außergewöhnlich, weil man auch selten auf Bauherren wie euch stößt, wo man auch so inspirierende Sachen machen kann. Und die Zusammenarbeit zwischen Jakob und also MVRDV und NVO hat hergestellt, heute ist ja schon mehrfach erwähnt worden, der Johannes Ernst von Steidle Architekten,
Ich nenne ihn immer den Dumbledore des Werksviertels, weil er quasi viele Dinge gut zusammengebracht hat, damit auch Positives entstehen kann. Und so kamen wir im Herbst 2014 zusammen und die wesentlichen Züge des Entwurfs standen schon. Wie auch eigentlich die Arbeitsteilung so ausgesehen hat, dass der entwerferische Teil aus Holland kommt und wir eigentlich die Schritte in Richtung der Realisierungsplanung dort betreut haben. Und du sagtest seamless, also so habe ich es auch empfunden, es ging eigentlich nahtlos Hand in Hand und das war das Schöne. Und ich würde jetzt eigentlich mal auf so die eine oder andere kleine Herausforderung kurz eingehen. Ich versuche es kurz zu machen, teile meinen Bildschirm und zeige noch ein paar Bilder nebenher von der Baustelle. So, sieht man das? Okay. Es ging los für uns auf der fertig gebauten Tiefgarage, die war schon mit dem Werk 3 zusammen gebaut worden. Die ganzen Bewährungseisen standen raus, es waren alle Lastpositionen und auch die Lasten, die man einleiten konnte, fertig definiert. Das kleine Detail, das noch nicht nach oben bekannt war, ist die Nutzungen, die oben stattfinden sollten in dem Zusammenhang, war also auch noch für Überraschung gesorgt, als dann zum Beispiel die Body and Soul Fitnessnutzung reinkam und ein 25-Meter-Pool im dritten Stock wollte. Man sieht hier mal eine der Stützen, wie das dann bewährt wurde. Also da passt dann, es sind 5 Meter hoch und es passt dann eigentlich an manchen Stellen kaum mehr Beton zwischen die Armierungen rein. Das Erdgeschoss war natürlich einer der spannendsten Momente für uns, wenn das erste Mal diese Geschossigkeit, von der Jakob erzählt hat, da auch wirklich physische Form annimmt. Hier sieht man den ersten Schritt. Auch in der Art, wie es betoniert wird, gab es immer wieder einzelne Fragen. Aber die großen Herausforderungen, was den Rohbau betrifft, die lagen vor allem bei der Statik. Bei der Statik auch deswegen, weil wir haben innen diese Stützen nur und eigentlich keinen aussteifenden Kern. Also dieses völlig freie Grundrisskonzept. Und das, was man hier sieht, ist eine Rückwand der Kaskadentreppe. Es gibt zwei davon, die sich ums Gebäude schlingen. Und die beiden Kaskadentreppen steifen tatsächlich die ganze Konstruktion aus, zusammen mit diesem Treppenhaus, was auf der einen Seite noch mit angebaut ist. Also das ist wirklich eine, sagen wir mal, sehr große Herausforderung gewesen für den Statiker. Und der hat das möglich gemacht und damit eigentlich auch nochmal auf einer konstruktiven Ebene das Konzept sehr, sehr stark unterstützt. Da wurden dann die ersten Kaskadentreppen montiert und von Jakob inspiziert. Und eigentlich haben uns da alle gefreut, dass diese an sich auch nicht ganz in der Detailplanung, nicht ganz unkomplizierten Elemente dann so gut funktioniert haben und so eine Wirkung auch ausstrahlen. Und hier stehen wir dann schon im ersten Stock und es wird auch gerade auf dem Nachbargrundstück abgebrochen und auf einmal wird ein Stück weit diese neue Welt sichtbar, die da entsteht. Und das war natürlich im Bauprozess extrem spannend. Für uns faszinierend war dann das, was dieses Konzept mit diesen überhohen Stockwerken, was sich ergibt, wobei wir hier, was wir hier sehen, das ist eine Extremsituation. Da werden sogar zwei Stockwerke zusammengefasst. Das ist im Bereich von Body and Soul. Und da kommt dann eine repräsentative Treppe rein. Und das ist eigentlich, wenn man sich das anschaut im Rohbau, das war, sind dann eigentlich fast, wirkt es wie schwebende Platten, wo man gar nicht weiß, wie das dann alles hält oder zusammenführt. Also auch von der Ausführung, von der Rohbauausführung nicht ganz einfach jetzt mit diesen Bauabläufen und den Platten. Aber das war dann eigentlich auch die Raumwirkung, die uns begeistert hat. Hier stehen wir im Erdgeschoss im Restaurant. Und es scheint jetzt alles so ein bisschen dimensionslos, aber anhand der Baumaschinen sieht man ganz gut, dass die hohen Stützen, die sind 40 auf 40 Zentimeter und wirken aufgrund ihrer Höhe dann doch relativ elegant. Links im Bild sieht man eine Galerie angeschnitten. Also diese Mischung zwischen diesen ganz kompakten Räumen und den hohen Räumen ist eigentlich das, was auch dann den Reiz im Gebäude ausmacht. Hier sind mal so Raumeindrücke aus dem Rohbau, wo man mal einen Kaskadentreppenanschnitt sieht und dann auf der Galerieebene oben steht. Da ergeben sich so ganz luftige, schöne Raumzusammenhänge und am Ende ist tatsächlich jedes Eck in seinem Eindruck irgendwie ein bisschen anders. Und das ist auch spannend, obwohl das Gebäude im Grunde relativ klar ist vom Konzept, ist dann doch eine Vielfalt an räumlichen Wirkungen beieinander. Und hier stehen wir gerade mit dem Herrn Eckert beieinander und sind das erste Mal im Rohbau und sichtlich begeistert von dieser Raumwirkung. Hier nochmal eine kurze Impression.
noch ohne Fassade. Und hier sieht man dann eigentlich auch ein wichtiges Bauteil, was von der Konstruktion her anspruchsvoll war, nennen wir es mal so. Wir haben hier Balkone, die 3,25 Meter auskragen. Und zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich auch noch keine ISO-Körbe, die das bewältigen. Das kam dann erst auf in der Zeit, als es schon geplant wurde. Und es war ursprünglich noch die von der Konstruktion, dass alles mit Stahlschwertern quasi die Last eingeleitet wird in die Hauptdecken. Und dann kamen während der Planungszeit ISO-Körbe auf, sodass der Regelfall mit ISO-Körben beantwortet werden konnte. Und es blieben aber die Ecken als besonders belastete Bereiche und auch die Punkte, wo Kaskadentreppen. Wir haben es hier vorne zum Beispiel mal, sieht man eine Kaskadentreppe durch den Balkon durchstoßen und der äußere Teil funktioniert dann eigentlich wie eine Brücke. Also auch da hat man natürlich in Auflagebereichen hochbelastete Bereiche. Dort sind dann auch Stahlschwerter geblieben als Konstruktionselement. Und dann im fertigen Rohbauzustand zeigt sich eigentlich das Konzept schon mit den Kaskadentreppen sehr schön. Und schlussendlich die Verglasung und die ganze Gebäudehülle waren ein zweites großes Thema. Wir haben hier einen sehr hohen Verglasungsgrad. Das war bauphysikalisch nicht ganz einfach, ist aber geglückt, gerade vom sommerlichen Wärmeschutznachweis, dadurch, dass wir hauptsächlich große Räume hinter den Fassaden haben und da sich das Klima immer ausgleicht. Zusätzlich, das war dann die erste Fassadenbemusterung, zusätzlich haben wir einen Windkanaltest machen lassen für den Sonnenschutz. Der Sonnenschutz ist ganz außen an der Balkonkante und gerade an den Ecken kann der Sonnenschutz dann von Wind hintergriffen werden. Und da wurde in Rosenheim tatsächlich eine Versuchsanordnung dann aufgebaut, um das zu verifizieren, dass es dann auch entsprechend windstabil ist. Dann Ausbauthemen, das sind die, was Jakob sagte, diese Pfannis. Das sind also Stahleinbauten, die dann mit Trockenbau verkleidet wurden. Die stehen frei im Raum. Und es gibt sowohl diese Pfannis als auch einbetonierte Galerien. Das ist dann quasi situationsabhängig, entweder als freies Möbel interpretiert worden oder als konstruktiver Betoneinbau. Technik ist im Haus auch viel verlegt worden, sowohl natürlich im Elektrikommunikationsbereich. Mit einer Fitnessnutzung hat man da sehr hohe Ansprüche. Was aber mehr, sagen wir mal, Kopfzerbrechen bereitet hat, ist, wir hatten unter den Galerien eine lichte Raumhöhe von 2,42 Meter zur Verfügung. Und man kann sich vorstellen, bei Body and Soul, wenn jetzt einer quasi da Aerobic macht oder irgendwie den vollen Raum, die 2,42 eben ausnutzt, da ist kein Platz mehr für einen Sprinkler. Das wurde dann auch hier entsprechend eingelegt. Und auch die Lüftungsverteilungen mussten so verteilt werden, dass das nicht in den Bereichen der Galerien stattfindet, sondern in hohen Raumbereichen. Das hat also der TGA-Planung und auch der Koordination da einiges abverlangt, hat aber am Ende ganz gut funktioniert und an manchen Stellen sogar eigene Stilblüten getrieben. Hier haben wir zum Beispiel einen Bereich, das ist die Hauptausfädelung der Lüftung im Bereich von Body and Soul und da ist nur ein ganz begrenzter Raum zur Verfügung und in dem Raum ist es in drei Dimensionen gelungen, dann doch alles auszufädeln. Eins meiner Lieblingsbilder vom ganzen Projekt. Dann hatten wir im dritten Stock das Thema des Schwimmbads, was eingebaut wurde. Das hat aus statischer Sicht noch funktioniert und wurde dann auch, sagen wir mal, mit allen abdichtungs- und bauphysikalischen Themen durchgearbeitet. Hier ist die Edelstahlauskleidung schon im Pool. Und hier wurde der Pool das erste Mal befüllt mit grünem Wasser, um quasi das testen zu können. Und war dann eigentlich für uns ein sehr spannender Moment, als wir das zum ersten Mal gesehen haben. So, dann der Buchstabenwettbewerb ist schon genannt worden. Hier war die Jury-Sitzung. Es gab 12 Beiträge. Das hat großen Spaß gemacht und es waren sehr gute Beiträge. Musste sich aber trotzdem für einen entschieden werden. Der es jetzt ist, ist auch, sagen wir mal, der wirklich die Emotionen auslöst. Da war ja vorher schon die Rede, die da oben im Werksviertel auch gewünscht sind oder eigentlich Ziel sind und wo man auch sagen muss, jetzt wo es gebaut ist, es funktioniert. Das war dann die Kür des Gewinners. Begleitet wurde das von Professor Matzner von der Akademie der Bildenden Künste und es hatten 12 Künstler und also 6 Literaten, 6 bildende Künstler teilgenommen. Engel und Engelmann hat gewonnen. Und dann war natürlich die große Frage, ja, wie konstruiert man das jetzt? Es sind immerhin Buchstaben mit 5,50 Meter Höhe.
Und die sind vom Wind hintergriffen, müssen windstabil sein und sind nur oben und unten aufhängbar. Das hatte schon im Vorfeld zur Folge, dass wir für den Wettbewerb an die Künstler verschiedene Buchstaben ausschließen mussten. Zum Beispiel ein S war statisch höchst aufwendig oder wäre höchst aufwendig geworden, weshalb es dann schon im Vorfeld ausgeschlossen wurde. Also es stand und so wurden eine Handvoll Buchstaben schon im Vorfeld ausgeschlossen und haben dann den Spielraum für den Künstler noch weiter eingeengt. Alles dann mit LED ausgestattet, dass Wechselfarben möglich werden und die Montage der Buchstaben war dann natürlich ein großer Moment. Ein W für Werner Eckert oder für Wow. Am langen Ende weiß man es nicht ganz genau. Ein Hihi, eigentlich mein Lieblingsspruch nach hinten raus. Und dann das Gebäude mit den Buchstaben und dadurch nochmal diese entwerferische Ebene an der Vorderkante. Und das Ganze, Jakob, du hast immer gesagt, das ist ein Projekt, was Jekyll and Hyde ist. Tagsüber alles sehr grau und sehr zurückhaltend, wirkt eigentlich aufgrund der Plastizität und der Lichtspiele. Und nachts ist es dann, ändert sein Bild und wird dann so leuchtend und bunt, leuchtet von innen raus und ist dann eigentlich diese bunte Nachtwelt, wie man sie auch von der früheren Funny-Zeit oder Kunstpark-Ostzeit kennt. So, damit wäre ich soweit durch und würde zurückgeben nach Frankfurt. Ja, vielen Dank, Christoph und Jakob. Jetzt haben wir gesehen, was dort Schönes geschehen ist. Und ich habe auch gleich schon eine Frage auch von YouTube bekommen. Wolfgang Blume fragt, vorbildlich sind die mit der Stadt München abgestimmten Grundstücksvergaben per Erbbaurecht. Warum wenden diese Form nicht mehr Kommunen in Deutschland an? Das geht sicherlich an Caroline. Die Frage, was ist also los mit dem Erbbaurecht? Ich glaube, die Familie Eckert hat einfach das Grundstück clevererweise gar nicht erst verkauft. Richtig? Genau. Man hat in den Ende der 90er Jahren die Fanny-Firma verkauft, aber das Grundstück behalten. Deshalb bin ich im Detail überfragt, warum es nicht anders gehandhabt wird. Christoph, kannst du das beantworten? Du kennst es von München. Ist das jetzt normal, in so einem Viertel die Grundstücke alle per Erbbaurecht zu vergeben? Oder ist das clever von der Familie Eckert? Oder ist das clever von der Stadt München? Also sowohl als auch, ich würde mal sagen, zunächst clever von der Familie Eckert, weil das ist natürlich ein wichtiges Pfand, dieses Grundstück, vor allem auch in der Größe. Wir haben es ja vorher gehört, zusammenhängend in einem innerstädtischen Bereich ist höchst selten. Also das ist wirklich, wäre auch schade, wenn man das zerlegt. Und dann das Zweite ist, das Erbbaurecht ist eine Konstruktionsform, die immer mehr im Kommen ist. Mhm. Hier natürlich aus dem familiären Hintergrund angewendet, aber in vielen anderen Fällen, auch weil in München die Grundstückspreise so extrem hoch sind, ist es so, dass dann der Grundstückserwerb tatsächlich eine ganz große Position ist in den gesamten Investitionskosten. Und das dann, sagen wir mal, wieder auf ein realisierbares Maß runterbrechen zu können, ist es mit dem Erbbaurecht tatsächlich was immer häufiger gemacht wird. Die Kirche macht es auch sehr oft, also behält den Grund. Ja, klar. Und die Familie Eckert ist also ein bisschen wie die Kirche und hat aufgepasst bei den Bischöfen. Man behält einfach seinen Grund und Boden und auf die Weise hat man nach 500 Jahren immer noch was. Und es ist aber auch gut für den Investor, weil der muss ja dann diese wahnsinnigen Grundstückskosten nicht rauskriegen sofort und kann deshalb nur bestimmte Sachen machen, die zu teuer sind. Zum Beispiel Mieten holen oder andere Nutzungen, die viel zu viel Geld abwerfen. Und apropos Geld abwerfen, also jetzt ist ja, wir haben den Fitnessclub noch gesehen über drei Geschosse. Wir haben im Erdgeschoss eine Gin-Bar gesehen und eine noch nicht fertige Gastronomie und im Obergeschoss ganz oben ein Audi-Labor und eine leere Fläche. Was geschieht denn mit der leeren Fläche im Erdgeschoss und mit der leeren Fläche, die oben hinter dem A Richtung München schaut? Gibt es da jetzt neue Nutzer oder Konzepte oder Ähnliches? Die Fläche im Erdgeschoss wird nach wie vor Gastronomie werden. Da ist jetzt aufgrund von Corona auch nicht sehr viel Fortschritt
passiert, mit dem passenden Pächter zu finden. Wir haben verschiedene Konzepte, wir führen Gespräche, aber da ist noch keine endgültige Wahl getroffen. Und die Fläche im obersten Stockwerk rechts ist eine Penthouse-Fläche, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Da sind wir in den finalen Zügen, in die Kommunikation treten zu können, wie das belebt wird. Sehr schön. Ja, das kommt noch mal Spannung auf und die Umnutzungsideen sind jetzt schon wegen Corona gleich schon von Anfang an da. Also Jakob, für dich war es ja wahrscheinlich jetzt das zweite Projekt, was ihr in Deutschland gemacht habt, nach dem Expo-Pavillon Hannover. Hat sich die deutsche Planungs- und Baukultur von Hannover 2000 nach München 2020 irgendwie verändert? Oder war das genau dasselbe? Und ihr dachtet, jetzt kommen wir wieder zu den Deutschen und dann wissen wir schon ganz genau, was da passiert. Ja, es ist nicht das Zweite. Es gibt schon, also wir hatten schon zwei andere Projekte in München gebaut. Vorher, also WR12 ist das dritte Projekt in München und wir haben auch noch ein anderes Projekt in Stuttgart gebaut. Aber ja, also mittlerweile entwickeln uns und unsere Erfahrungen mit der deutschen Baukultur sich. Aber ja, das Expo-Pavillon in Hannover war ein ganz besonderes Projekt, weil auch die Behörden in Hannover sehr hilfreich waren, um Lösungen zu finden für einen temporären Bau. Offiziell ist das obere Teil ein temporäres Teil, das untere Teil des Pavillons war permanent. Und jetzt planen wir das um. Also das ist ganz, nicht ganz einfach, aber die Wille ist da, um etwas Besonderes zu behalten, obwohl das so nicht gedacht war. Und, aber das wird jetzt in den nächsten Jahren zusammenkommen. Ja. Und ja, ich denke, das gibt vielleicht als Nicht-Deutsche, es gibt diese, dass man oft hat, dass Dinge nicht möglich sind und dass wir dann vielleicht weil unsere Kenntnisse dann relativ beschränkt ist, dass wir sagen, warum dann eigentlich nicht und von dort aus eine andere Lösung vorstellen. Und ja, so zu sehen, denke ich, doch, es gibt mehr Möglichkeiten, dann man denkt. Das ist, denke ich, die Botschaft, die letzte Message, so gesagt, ist, dass ich deutsche Architekten haben. Also akzeptiere nicht direkt ein Nein, aber sag auch einfach, frag auch mal, warum dann nicht. Ja, ein grandioses Ergebnis. Und natürlich sehen wir bei den Reaktionen auf den DAM-Preis für dieses Gebäude, dass sehr viele Reaktionen emotional von den Buchstaben wieder leben, nämlich Zustimmung und Abneigung und Ablehnung arbeiten sich an den Buchstaben ab, was natürlich faszinierend ist, dass man etwas, was theoretisch oberflächlich hinzugekommen ist wie Kunst am Bau, doch so viel Emotionen schürt. Und ich bin sicher, das geht euch genauso. Manche sagen, das ist doch ohne die Buchstaben, zum Beispiel Niklas Mark in der FAZ-Feuilleton schrieb, ohne die Buchstaben wäre das ein so tolles Gebäude geworden. Ne? Und, und das ist natürlich lustig. Ich glaube, das geht euch in München genauso. Wahrscheinlich heißt es dann zum Bauherrn, manche werden sagen, ist das denn seriös, was ihr da macht? Ne? Oder nicht? Oder waren alle begeistert in München? Und die Stadtplanung sagte, mehr davon. Ja, ich war bei dem Bauausschuss in München und es gab ein sehr schönes Moment, wobei mehrere Projekte aus dem Werksviertel zusammen besprochen werden. Und das war eine lange Sitzung und es gab auch ein anderes Projekt, wie dann in Innenstadt von München. Und das war alles hochkompliziert mit Anwälten und Problem. Und dann kam das Werksviertel und alle haben gesagt, endlich mal, es ist doch wieder möglich, etwas Besonderes zu bauen. Und ich denke, ja, es war ein großer Wunsch, um etwas anderes zu machen. Ich denke, es gibt viel mehr Möglichkeiten, als man denkt. Ich denke, das war dann ganz, ganz klar. Und natürlich in die Innenstadt wird man kein U und A und Pu bauen. Man muss vielleicht die richtigen Möglichkeiten für die richtigen Standorte mal kombinieren. Ja? Also ich glaube, da glaube ich auch dran. Es ist ja so, dass der Standort spielt eine gewichtige Rolle, weil der Kunstpark Ost damals war ja schon eine lebendige Gegenwelt eigentlich zur Münchner Altstadt.
Dieses Aupu in der Altstadt wäre so wahrscheinlich nicht denkbar gewesen. Aber an dem Ort, wo eigentlich so eine Lebendigkeit immer schon da war, eigentlich in der DNA irgendwie auch drin ist, da ist es überhaupt nicht kritisch irgendwie sagen wir, von den Behörden hinterfragt worden, sondern da war das eigentlich völlig klar, dass sowas auch sein kann. Und ich glaube, dass, also zumindest hier in München haben wir diese Reaktion nicht in, wie in einem FAS-Artikel, dass es eigentlich, dass die Buchstaben jetzt eigentlich nicht da sein sollten, weil dort an dem Ort fühlen sie sich so selbstverständlich an, sagen wir mal so. Prima, ja. Kann man so und so sehen. Also das ist aber, ich sehe es auch spannend, was das für eigentlich Reaktionen auslöst, gerade diese Ebene der Buchstaben. Wie habt ihr drei denn erlebt die Rückwirkung und das Feedback auf den DRM-Preis? Dass es also heißt, dieses Gebäude ist das beste neue Gebäude in Deutschland. Welche Art von Reaktion habt ihr dann erlebt als Büros und als Eigentümer? Wer fängt da an? Caroline. Ja, also, okay. So, ja, natürlich, für uns war das eine extrem große Ehre. Das natürlich, unser Projekt vom Expo war sehr bekannt. Und dann hat es ganz lustig, dass ich jetzt nach 20 Jahren ein Projekt gibt, das auch sehr gut ankommt in Deutschland. Ja, es ist für mich auch, für uns auch wieder ein Startpunkt, um etwas mehr zu, ja, um uns wieder unsere Fokus etwas mehr auf Deutschland zu richten. Das ist richtig eine sehr, ja, gute, positive, ja, Gefühl, sagen, okay, es gibt ein Umfeld, wo wir unsere Architektur doch sehr gut akzeptiert wird. Ja, ich bin ganz, ganz stolz auch darauf. Und viele deutsche Bekannten haben das, viel, viel positive Feedback gegeben, an den Gangpreis gegeben. Ja, absolut, ja. Caroline? Okay. Es hat uns natürlich riesig gefreut und also wie auch schon gesagt, also diese sehr breite Bandbreite von Medien, die es abgedeckt haben und Leute, die sich dazu äußern. Es ist jeder Kritikpunkt ja auch willkommen, wir brauchen uns nicht einig sein. Insofern ist die Diskussion allein spannend. Also wie gesagt, wir haben hier nichts gegen Reibung, wir haben nichts gegen unterschiedliche Meinungen und es ist die Vielfalt, die es spannend macht. Aber es hat uns auf jeden Fall sehr, sehr geehrt und wir werden nach wie vor regelmäßig darauf angesprochen und es gibt im ganzen Viertel natürlich auch ein gewisses Gütesiegel. Ne? Die anderen Bauwerke, die haben schon mit dem Werk 3, der orangen Farbe, das hat man in der S-Bahn ein bisschen gesehen und so weiter, aber so viel wie in der Presse jetzt mit dem Dammpreis geschrieben wurde, also da haben wir bisher, sagen wir mal, zum Teil im Stillen einfach entwickelt und geplant und mit dem Preis jetzt doch einmal ordentlich sind wir ordentlich in die Presse gekommen und schön besprochen worden und das freut uns und ehrt uns natürlich. Also ich kann auch sagen, das Medienecho war gewaltig. Also das hat mich wirklich beeindruckt, was sich da im Nachgang jetzt zu der Preisverleihung dann entwickelt hat, auch an Rückfragen. Und was aus Münchner Sicht ein bisschen spürbar war, ist, dass es einerseits so eine Mischung aus Ungläubigkeit ist. Huh, der Dammpreis kommt nach München, na sowas. Und das andere war, dass es so ein bisschen, also war auch positiv, sagen wir, von der Wahrnehmung hier in München und aber auch, sagen wir mal, in München die Freude, dass mal was anderes passiert, als das, was man als Bauproduktion vielfach so kennt. Und das ist eigentlich auch das, muss ich sagen, was das Erfrischende ist am Werksviertel insgesamt, aber jetzt auch an Jakob, eurem Entwurf und dem auch, was die Künstler dazu beigetragen haben, dass das so eine Lockerheit und Frische auch rüberbringt, die in München eigentlich auch mal sehr willkommen ist wieder. Und das hat man deutlich gespürt aus meiner Sicht. Ja, das ist ja auch das ganz Besondere, dass wir erleben, dass dieses Projekt eben auch für die Stadtplanung besonders dasteht und dass dieses, was macht man mit neuen Vierteln, die vorher eine industrielle Nutzung hatten, ihr habt am Werkviertel bewiesen, dass man nicht Tabula Rasa machen muss, ihr habt einen neuen Weg eingeschlagen, es sind lauter Dinge übrig geblieben. Man sieht noch, der Knödelplatz
Man sieht die Pfanninutzung, man sieht am Boden die Gleise, man sieht die alten Werke. Also der Städtebau eines industriellen Viertels wird geändert, indem ein Teil industrielles bleibt, was zum Beispiel in der Hamburger Hafen City, ja, ne, in den ganzen Europavierteln in Deutschland sieht man in Frankfurt keine Gleisnutzung mehr. Man weiß gar nicht mehr, was da früher in manchen Vierteln gewesen ist. Und das ist besonders, dass der Charakter der Welt von vorher noch da ist und das Neue auch schon da ist. Also das finde ich großartig städtebaulich und das gehört auch sehr gelobt. Und deswegen ist auch das Werk 3 hochspannend. Und das sehe ich also, da passiert was. Und einer unserer Teilnehmer hier innerhalb des Chats meldet, ich sehe den Industriepark in Griesheim, Frankfurt auch so, aber man redet bei uns nur von Serverfarmen. Das ist Danny Alexander, der Architekt. Ja, wir Nutzschützen im Moment wollen wir sehr große denkmalgeschützte Industriegebäude weiter nutzen, indem wir in ihnen Server unterbringen. Die sehen von außen so ähnlich aus und innen drin tobt dann der Cloud-Server, weil wir ja so viele Cloud-Server haben. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber typischer Frankfurter Weg. Und Wolfgang Blume kommt von YouTube noch einmal und sagt, derjenige mit dem Erbbaurecht, alle im Besitz der Stadt München befindlichen Grundstücke werden nicht mehr verkauft, sondern Bauwilligen nur noch im Erbbaurecht übergeben. Das heißt, die Stadt München insgesamt geht diesen Erbbauweg, was klug ist. Wir reden ja seit einigen Monaten von den Bodenwerten, von den Grundstücken, von den Kosten der Entwicklung. München ist die teuerste Stadt in Deutschland. München geht also diesen Weg und das ist klug so. Ja, an dieser Stelle, Jörg und Christina, bitte. Möchtet ihr etwas jetzt noch bei an die Gewinner noch fragen, was jetzt inzwischen in den letzten 6 Wochen sich ergeben hat seit der Preisverleihung? Ja, also ich möchte mal eine Sache vielleicht hervorheben, die die Caroline Eckhardt vorhin auch so ein bisschen beschrieben hat. Diesen Mut einfach von der OTEC, die ganzen Erdgeschossbereiche wirklich mit öffentlichen Nutzungen zu belegen. Also nicht nur im Werk 12, sondern im ganzen Werkviertel Mitte, um damit tatsächlich ein lebendiges Quartier zu erzeugen. Das ist ja gerade, was du auch sagtest, Peter, so ein Problem, was wir im Europaviertel in Frankfurt haben, dass da oft Gebäude sind, die einfach bis ins Erdgeschoss rein Wohngebäude sind, wo eben überhaupt kein Boulevard oder öffentliches Leben entstehen kann. Freilich sind diese Nutzungen, die jetzt da drin sind, auch eine sehr mutige Angelegenheit. Also ich meine, die große Herausforderung, vor der wir alle stehen und die Gastronomie steht, ist, wie geht es weiter nach Corona dann? Also führt das jetzt zu Leerständen oder führt das wirklich zu dem, was es vorher mal gab, dieses lebendige Quartier, wo abends die Menschen hingehen, in die eine Bar oder in das andere Restaurant oder die Bierstube da drin. Aber wie gesagt, diesen Mut, das jetzt wirklich zu einem öffentlich belebten Quartier zu machen, das finde ich das ganz Bemerkenswerte beim Werksviertel Mitte. Ja, das sehe ich genauso und ich glaube auch, dass die Stadt alleine das nicht gemacht hätte. Wir haben es vor 20 Jahren in Frankfurt erlebt. Das ist genau 20 Jahre her, dass der Plan fürs Europaviertel gemacht wurde. Da sind die Erdgeschosse fast gar nicht benutzt. Und der Grund war, dass die Stadt sagt, wir wussten am Anfang nicht, ob das so ankommt und haben dann auf jeden Developer reagiert, dass wenn der sagte, aber wir machen nur Wohnen, wir wissen gar nicht, was wir im Erdgeschoss da machen sollen. Wir machen nur Wohnen. Wir können das nicht finanziell abbilden, dass die Stadt dann weich wurde und gesagt hat, okay, dann macht ihr bei dem Block nur Wohnen, was ja im Erdgeschoss auch ziemlich blöd ist. Und dann sagt der Zweite dann, ja, der braucht kein Erdgeschoss, Gewerbenutzung. Dann warum soll ich das denn machen? Und bevor man sich versieht, ist das ganze Viertel ohne Erdgeschossnutzung. Und die Leute wohnen da, die wohnen schwierig da, weil jeder ihnen reinschaut. Und das ist ganz schwierig und das habt ihr in München verhindert. Und das ist super gut. In Paris werden Erdgeschosse zurückgekauft, damit die Stadt die Erdgeschosse kontrollieren kann in bestimmten Vierteln.
Also das ist sicher zukunftsweisend, was da geschehen ist. Ja, vielleicht noch ein Punkt, ich denke, was man auch im Werksviertel ganz gut spürt, ist, dass man verschiedene Räume hat, verschiedene öffentliche Räume, nicht nur Plätze, aber auch Gassen. Und dass man oft mit Städtebau in Deutschland auch diese Terreur vom Abstandsfläche hat, wobei alles so ein bisschen gut beleuchtet sein muss und es keine Kontraste mehr gibt, dass es auch wieder engere Straßen gibt, wobei zum Beispiel beim Werksviertel gibt es auch einen Turm und dann diese anderen zwei Gebäude sind ganz nah aneinander gebaut. Auch das Werk 12 steht ziemlich nah am Werk 3. Und das ist, denke ich, ganz toll, dass es diese Dichte hier gibt. Das passiert nicht so oft, dass man alles natürlich gut planen möchte. Und das bedeutet dann so und so breit, dann wieder ein Staffelgeschoss, etc. etc. Und das ist auch nicht so dynamisch mehr. Man braucht natürlich absolut mehr auch Kontraste im Städtebau und etwas mehr Mut vielleicht, um von dieser Abstandsfläche-Geschichte nicht so ganz präzis nah und strikt zu hantieren. Ja, ja dazu auch noch, was Jakob von Ries gerade sagte, eigentlich ist das Werksviertel von der Seite her ja ganz stark eine Collage, wie das Gebäude in seiner Nutzung, ja auch unterschiedliche Nutzungen kollagiert, das Werk 12 selber, aber auch das ganze Werksviertel tut das mit dem, was an Bestand geblieben ist und wie das weitergeführt wird. Das ist ja auch so eine Stärke von dem ganzen Projekt meines Erachtens. Ich habe mich auch gefragt, ihr habt bei eurem Konzept, Jakob, am Anfang gesagt, wir machen so eine Art Domino von Corbusier, Plattform, Treppe und dazwischen ist Chancen für alles Mögliche. Und dann kommt so ein Mieter wie dieser Fitnessclub, der drei Geschosse ausbaut auf eine Weise, die nicht so aussehen wie bei euch im Modell. Das Modell in der Ausstellung hat nämlich Ebenen, zweigeschossige Ebenen. Und in diesen Ebenen sind nette, kleine, farbige Würfel von eingeschossiger Höhe, sodass da oben die Luft drumherum spielt. Und was man jetzt gesehen hat vor Ort ist, da sind echt massive Einbauten. Die haben dann Wände und Dinge und kleine Treppen und alles Mögliche, weil sie ja drei Geschosse überwinden wollen. Also die bauen was ein, was man nicht eben, sagen wir mal, in zwei Monaten wieder ausbaut. Also wenn der Fitnessclub woanders hinzieht, dann hat Caroline ein paar Probleme, weil den großen Pool, der bleibt ja, den baut man nicht einfach wieder aus. Und manche andere Teile sahen auch nicht so aus, als wären die mal wie eine Riehgipswand zu entfernen. Also so temporär ist das nicht, was der Fitnessclub macht. Die gehen ja davon aus, dass sie noch 100 Jahre leben, das ist klar. Und es ist auch möglich in der Zukunft, dass wir uns noch mehr auf Fitness konzentrieren müssen mit digitaler Arbeit. Da muss der Körper halt gestellt werden. Und es gibt, glaube ich, keinen größeren Fitnessclub in ganz München. Und der ist natürlich 1A, wie uns manche Architektenfreunde aus München erzählen, die da hinfahren, weil sie dort Mitglied sein wollen. Oder, Caroline, du trainierst dort auch ständig, wenn wieder offen ist, vermute ich mal. Noch nicht, aber es ist der Plan, genau. Aber wenn ich so viel durchs Viertel laufe, von einer Halle zur anderen, dann habe ich auch schon genügend Bewegung. Ja, wir haben doch einen neuen Auftrag bekommen von einer Person, die im Fitnessclub Mitglied die so attraktiv war. Ja, das ist ja richtig ein schönes Projekt. Und dann, das gab eine Verbindung doch, das stimmt. Das kommt dieses Jahr auch noch, wird das vielleicht noch sichtbar in ein anderes Standort in Bayern. Ja. Ja, das ist doch super. Genauso ja, muss ja, es ja. gehen. Ja, ja. Diane, möchtest du noch etwas an dieser Stelle anbringen, was du schon seit München auf dem Herzen hast, als wir dort waren im September? Das hatte ich ja schon in meinem Kommentar zu dem Gewinner gesagt. Tatsächlich finde ich es ganz schön, dass es eben wirklich diese mutigen Bauherren gibt. An der Stelle geht es eben vor allem in Richtung Caroline Eckert, dass es wunderbare Architekten gibt, das wissen wir. Das dürfen wir vielfach sehen und es ist einfach schön zu sehen, dass es diesen Mut gibt und dieses Engagement, dieses Viertel so weiter zu belieben. Das ist einfach toll. Also
Daher danke auch an dieser Stelle. Ich glaube, Herr Oeffele, Sie haben es ja auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und das wünscht man sich in vielen Städten an dieser Stelle, dass sich ähnliche Projekte in der regionalen Gegend einfach entsprechend realisieren lassen, die Menschen einladen, dort verweilen zu können und eben auch die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten willkommen heißen. Ich muss in dem Rahmen kurz sagen, ich bin ja quasi nur stellvertretend für den Bauherr online. Ich bin erst seit 3 Jahren mit dabei im Projekt, aber es hat sofort gepasst und bin jetzt mit Leib und Seele dabei. Also, genau. Das merkt man Ihnen auch an, genau. Aber ja, Christoph und ich haben ja mit Werk 13 momentan ein neues Gebäude. Beim Werk 12 war es ja tatsächlich nur aufgrund der Führungsschnittstelle und dass ich Sie alle im September da willkommen heißen durfte und es zeigen durfte. Aber die Lorbeeren von Werk 12, das ist wirklich nur stellvertretend, dass ich heute hier dabei bin. Die von Werk 13 nehme ich dann gerne an. Aber der Name Eckhardt ist da. Also Sie können die Familienehre ruhig verteidigen. Ihr Name ist da und die Gene auch. Ist das sehen Sie? Kommen vom gleichen Großvater, also insofern vom Fanny-Gründer. Aber ja. Also das sehe ich schon auch so, dass das wirklich was ganz Besonderes ist, dass man so eine Vielfalt herstellt. Also das ist, also auf der einen Seite tut ihr das als Familie Eckhardt mit einer sehr, sehr persönlichen auch Annäherung aus der Geschichte heraus, das schon, aber man muss es auch erst einmal, sagen wir mal, die Bedeutung dessen erkennen, dass man so eine Vielfalt auf einem Grundstück zusammenbringen will. Und das ist hier bei euch eben der Fall. Ihr wisst, wie ihr Menschen anzieht auch und wie ihr das macht. Da müsst ihr auch selber Freude und Überzeugung ausstrahlen und diese Vielfältigkeit herstellen. Aber es ist natürlich in der Planung auch sichtbar, dass diese Vielfältigkeit ein höherer Aufwand ist. Und den muss man erst einmal machen. Das ist, vielleicht führt es in der weiteren Folge auch zu einer Stabilität, weil man hat nicht den einen großen Ankermieter, der einem dann vielleicht wegbricht, wenn irgendeine Strukturveränderung ist. Also auf lange Sicht ist es sicher ein robustes Prinzip, aber in der Herstellung oder Einlebung von sowas ist es erst einmal sehr aufwendig. Und ich glaube, dass es aber doch sehr spannend ist, was ihr da macht, weil das in dieser Form selten passiert und auch in dieser Dimension selten passiert und weil man sich eben dort dann anschauen kann, was das Resultat ist. Das ist sicher nicht 1:1 kopierbar an andere Stelle, weil es eben, wie gesagt, mit euch sehr persönlich und mit der Geschichte sehr persönlich auch zu tun hat. Aber verschiedene Dinge kann man sich da schon auch, sagen wir mal, rausanalysieren, die man dann versuchen kann, an anderer Stelle wieder zu implementieren. Also das ist eigentlich das Spannende, wie so eine Art Versuchslabor da oben. Und ihr macht es eben und geht den Weg. Und das muss ich sagen, da habe ich auch größten Respekt davor. Und schön, schön, dass ihr das macht. Ich sehe auch zwei Aspekte, die spannend sind. Der eine Teil ist, ihr habt auf Hotels gesetzt. Das liegt an der strategischen Lage. Man muss für alle, die nicht aus München sind, sagen, das Werksviertel liegt am Ostbahnhof. Der Ostbahnhof ist zwischen Stadtmitte und Messegelände. Also ist es quasi der Vorort von der Messe und da kann man dann in einem Hotel schlafen, wenn man die Messe besucht, aber man ist nicht auf dem Messegelände, sondern man ist an der Stelle, die schon urban ist. Also hat man einen lustigeren Messeaufenthalt, wenn man dort schläft und nicht an der Messe. Und insofern habt ihr Hotels geplant, 3 und 4 Sterne plus. 4 Sterne plus heißt wahrscheinlich auf Deutsch 5 Sterne, aber die dort mieten, die haben auf Rechnung stehen 4 Sterne und das ist in der Firma als Dienstreise einfacher zu begründen als ein 5-Sterne-Hotel. Aber natürlich, Corona hat euch einen Strich gemacht, aber langfristig werden das natürlich auch Messehotels sein und der Ostbahnhof fantastisch angebunden. Und dann habt ihr das Wagnis mit dem Musikgebäude. Das ist natürlich, Schukowitz-Nachbau sind super Architekten, die haben eine Wette gewonnen, aber wie steht es denn um die Realisierung dieses unglaublichen Gebäudes? Hat die Stadt München die Power, das Geld, die Lust und die Bevölkerung auch alles da reinzustecken? Oder seht ihr Corona-Wolken kommen, was die Finanzierung angeht, von diesem tollen Philharmoniegebäude? Das ist jetzt die
Millionen-Dollar-Frage, wenn ich die antworten könnte, dann ja, also es ist ja der bayerische Staat, das baut und nicht die Stadt München als solches. Und wir sind langfristig zuversichtlich, sagen wir es mal so. Sie planen länger und wissen tun wir es natürlich nicht. Aber die Kontakte zum Symphonieorchester sind enorm eng. Sie leben jetzt schon im Viertel, mieten sich in die Hallen ein, sind sehr präsent hier und langfristig ist es, können sich alle nur so vorstellen, dass sie hierher kommen werden. Der Weg dahin wird holprig bleiben und sein. Aber wir sind uns eigentlich dem Ziel relativ sicher. Und ihr habt ein schönes Zugpferd geheuert seit Neuestem. Ja, auf jeden Fall. Und er war auch schon letzte Woche da und hat ganz richtig. Simon Rattle, und das ist natürlich Weltklasse Zugpferd, um so ein Projekt zu stemmen. Wir sehen überall in Deutschland diese Großmilliardenprojekte der Musik- und Theatergebäude und Operngebäude sind heikel. In Frankfurt wissen wir, wovon wir reden. Da geht es um 800 Millionen, ja oder nein und in welcher Form. Das beschäftigt uns schon viele Jahre und das wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Und überall in der Republik gibt es die gleichen Probleme. Also viel Glück dabei an die Bauherren, dass sie das schaffen. Und das Riesenrad ist weg. Man wartet schon auf das Gebäude von Schukowitz Nachbauer und hoffen wir, dass es klappt. Und Jakob, an euch viel Glück. Weiteres Bauen in Deutschland bei der Expo Hannover, Erweiterung, Wohnen um den alten Pavillon. Und Christoph baut weiter in München fleißig mit der Familie Eckert. Das sind ja sehr schöne Bauherren, kann man ja nur zu gratulieren. Und ich danke euch allen, dass ihr da wart. Das war eine wunderbare Start unserer Serie. Das nächste Mal geht es mit allen drei anderen Finalisten auf einen Schlag. Und dann kommt was ganz Neues. Aber wir bringen tendenziell alle DAM-Shortlist-Teilnehmer in digitaler Form. Und das wird spannend werden. Vielen Dank also an alle und einen schönen Abend noch. Schönen Abend. Danke.